Ja, ja. Es wundert mich mehr, dass immer noch nicht die Reagan-Woche ausgebrochen ist. Nicht? Die Reagan-Woche. Der Mann hat ja 70 Filme gedreht früher. Als Cowboy der B-Liga. Er ist ein Schicksal. Der Mann wollte ja immer John Wayne werden. Das hat er nicht geschafft. Ne? Na, jetzt ist er halt Präsident der USA geworden. Ist auch was. Ich meine, es hat nicht so viel aus. Das war ein Paukenschlag. Als das Ergebnis raus war, habe ich mir sagen lassen, soll in allen Läden der Welt das Porzellan gezittert haben. Und nur eins ist noch nicht ganz raus. Hat er nur mit Helmut Schmidt oder hat er nicht? Also die einen sagen, der Helmut Schmidt wäre schnell noch rübergefahren, um vor dem Regierungsantritt dem Reagan mitzuteilen, auf der Karte zu zeigen, wo Berlin liegt. Und dass Polen hinter der DDR. Nicht? Und die anderen sagen wieder, es wäre zu gar keinem vernünftigen Gespräch gekommen, sondern nur zu einem Whisky. Aber dabei hätte Helmut Schmidt ihm erklärt, wie viel Wasser da reingehört. Und jetzt sind die... Die Auseinandersetzung um den Ausbau des Frankfurter Flughafens hat heute zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei geführt. Mehrere tausend Gegner der dritten Startbahn versuchten, den Zugang zum Abfertigungsgebäude zu blockieren und das Baugelände zu stürmen. So sieht zum Beispiel der hessische Ministerpräsident die Aktivität seiner Polizei gegen die Startbahngegner. Und sehen Sie, in Frankfurt, und das ist natürlich auch wieder eine einseitige Stellungnahme. Ich kann nicht sagen Startbahn, ich muss Startlandebahn sagen, weil da kann man ja auch eben, das kann man nicht. Es ist also so, da hat ein alter, erfahrener Lufthansa-Kapitän hat tatsächlich gesagt, also er wüsste Bescheid, auf dieser neuen Startbahn könnte man gar nicht landen, weil da ist der Wind immer verkehrt rum. So was Einseitiges, nicht? Ja, ja, ja. Und da fällt natürlich das Argument wieder mit dem Lärm weg. Und da sagen die Start-Landebahn-Befürworter, was wollt ihr denn mit dem Lärm? Wenn man sowieso nur starten kann und gar nicht landen, 50% Lärm weniger. Und außerdem, die Maschinen sind heute so schnell, die starten so schnell, nicht? Alle 10 Minuten wackelt zwar die Wohnung, aber 9 Minuten Lebensqualität. Und das alle 10 Minuten. Nee, das kann ja nicht sein, ne? Mit diesen Atom... Ah, das finde ich schön. Also, dass die Verbindung zum Sender doch nie abreißt. Finde ich schön. Ja? Ja, ich habe verstanden. Ja. Nö, das soll ich nicht. Nö. Nee, dann muss ich das auch nicht. Nee, dann will ich's auch nicht. Ja! Selbstverständlich. Danke. Das war schön. Ich habe einen Tipp gekriegt. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Also auch für solche Fälle haben wir selbstverständlich eine Argumentationstrainerin. Ja, Frau Lore Lorenz. Zum Thema schweigende Mehrheit. Schweigende Mehrheit. Ich möchte bloß wissen, warum das schweigende Mehrheit heißt. Ihr Problem ist ja, dass sie nie zuhört, sondern pausenlos quatscht. Aber bitte schön, bitte, wenn es verlangt wird, bringt dich jetzt die schweigende Mehrheit. Wird eben heute mal nicht gesungen. Also zunächst einmal, damit wir völlig klar sind, es heißt niemals Friedensbewegung, sondern immer sogenannte Friedensbewegung. Wie alles, wo die Sowjets ihre sogenannten Finger drin haben. Und das hat unser Helmut, unser Kohl auch scharfsinnig generalisiert. Was da in Bonn bei dieser sogenannten Friedensbewegung marschiert ist, das war die Volksfront. Ja. Das in Frankfurt ist nicht die Volksfront. Nein, das dürfen Sie nicht verwechseln. Denn Volksfront ist, wenn die Sozis mit Moskau. Und bei so einem weinerlichen Typen wie dem Schubert, der plötzlich also völlig verschreckt ist, dass er auch Chaoten unter seinen Leuten hat. Sowas wird von Moskau nicht bezahlt. Also das ist... In Bonn bereitet sich Bundeskanzler Kohl an diesem Wochenende auf die Amtsübernahme am kommenden Montag vor. Kohl besichtigte heute die Räume des Kanzleramtes, brachte schon einige seiner Akten dorthin und hängte auch persönliche Bilder auf. Von wegen No Future. Ja. Die jungen Leute schauen schon wieder ganz anders seit der Wende, finden Sie nicht? Die schauen irgendwie schon wieder, das liegt an dem fehlenden Gang unseres neuen Kanzlers.
Das Fernsehen überträgt ihn aber, wenn er zur Kabinettssitzung kommt. Der geht da schon, pang, das Gitter. Und dieses permanente Wie-Shell-Overkamp-Grinsen. Wo der eine Kamera wittert, ja? Der Optimistelt er rein. Ich habe manchmal den Verdacht, durchzuckt er mich manchmal, der Verdacht, der Mann freut sich wirklich, dass er diesen Job hat. Seit der Zeit haben die Amerikaner auch wieder viel mehr Vertrauen ins Deutsche. Und auch in unsere Autorität. Wir haben ja wieder Autorität. Ich meine, Autorität hatten beide Bundeskanzler, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Nicht beide auf ihre Art, beide Schnauzen. Ne? Das weiß man, ne? Nur ein Unterschied ist, also der Helmut Schmidt hat in diesem Hohen Hause den Oberlehrer gespielt und Helmut Kohl den Hausmeister. Und die haben ein ganz sicheres Gefühl für die Macht. Nicht unterschätzen. Und zwar nach der Methode, dem Krokodil die Zahnbürste borgen und die Eidechse zur Abschreckung in der bloßen Faust zerquetschen. Wir haben seit 1949 den ersten Kanzler, der zu uns passt. Du musst aber mitsingen heute. Halt. Nimm den Text, du musst mitsingen. Unbedingt mitsingen heute. Halt. Da wird sich der Schneider freuen. Ja. Oi. Kommen Sie in das Puff, das Zukunft heißt und Wachstum, Profit und Ordnung. Wenn Sie auch einer sind, der aus Weiterleben pfeift, dann sollten Sie das sofort tun. Wir bieten Ihnen Wohlstand und Sicherheit und unverwundbare Seelen. Sie geben Ihr Hirn am Eingang ab und brauchen sich nie mehr zu quälen. Zwar hat in diesem Leben vieles nicht den rechten Sinn, denn der eine muss marschieren und der andere fragt wohin, sagt wohin. Doch wer soll das schon verstehen? Besser hält man seinen Mund. Gestern war die Welt noch eckig, heute ist sie kugelrund. Zwar es hat in diesem Leben vieles nicht den rechten Sinn, denn der eine muss marschieren und der andere sagt wohin. Doch wer soll das schon verstehen? Besser hält man seinen Mund. Gestern war die Welt noch eckig, heute ist sie kugelrund. Mit diesem Bühnenbild liegen wir schon wieder verdammt schief. Also es ist oh ja, Entschuldigung, das tut sich gut. Herr Außenminister, entschuldigen Sie vielmals, da jetzt keine Zeitung haben, vielleicht könnten Sie uns aus näherer Quelle, wie wird es denn nun weiter? Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, meine Damen und Herren, dass überhaupt kein Zweifel darüber bestehen darf, dass wir fest im westlichen Bündnis verankert sind. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, danke gut. Haben Sie Otto gerufen? Ja, haben Sie meinen Mann gesehen? Ich heiße zwar Willi, aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Haben Sie ihn gesehen, mein Mann? Ja, ich habe mehrere Männer gesehen. Frag nicht jeden, wie er heißt. Wie sieht dann aus? Der hat oben so ein Surfbrett, ne? Dann den Außenbordmotor von dem Schlauchboot. Dann zwei Paar Sommerski Alpin, zwei Paar Sommerski Nordisch, weil wir waren mal am Stilfser Joch und da hatten wir die nicht dabei. Und dann haben wir Schnee gekriegt, dann waren wir die lackiert. Seitdem nehmen wir die immer mit. Verstehe. Dann hat er noch ein Rennrad. Ja, dann ich wollte wissen, wie er aussieht. Ach so, ein weißer Rover und total voll, total voll. Ihr Mann? Nein, der Rover, ne? Ah. Da sind ja die Luftmatratzen drin, dann die Sauerstoffflaschen für zum Luftholen unter Wasser, dann Mutter seine Gesundheitsliege. Ne, Mutter, wir haben die Gesundheitsliege dann doch mitgenommen. Dann die Luftmatratzen, dann das Golfset, den Tennisschläger, ne? Dann haben wir immer Sauerkraut dabei. Aber haben Sie denn da überhaupt noch Platz drin? Nein, ich fahre ja mit der Mutter in Kleinwagen hinterher, ne? Ja, vorne mein Mann mit den Sachen, ne? Und hinten ich mit der Mutter, weil er sagt immer, damit sich der Schaden in Grenzen hält, wenn meine Gattin mit dem Wägelchen was zustößt, ne? Ja. Verstehe, ja. Ja. Ja, und Sie haben ihn nicht gesehen. Sensation in Wimbledon. Boris Becker gewann heute als erster Deutscher das Endspiel im Herreneinzel. In einem spannenden Finale besiegte der 17-Jährige aus Lyman bei Heidelberg den Amerikaner Kevin Curran in 4 Sätzen. Ich weiß nicht, ob das ein Vorbild für die Jugend wird. Also ich meine, diese Aufschlagneurotiker, also ich verstehe. Ist ja unglaublich. Haben heute Nachmittag eben hingesetzt, hab gedacht, wann ist das Spiel heute? Was ist los? Was? Unser Mann besiegt heute keinen, ist irgendwie abgerissen, oder? Dieser Pitsch. Das ist toll, dieser Junge, was? Übrigens, wussten Sie schon, das ist ein Gerücht, aber es ist ja gefährlich. Der Junge ist halt so hoch, man darf über ihn nichts Böses sagen. Ich sage ja auch nichts Böses, aber es soll ihm der Wimbledon-Sieg abgesprochen werden, weil
wegen nachgewiesener und auch verbotener Kinderarbeit. Und ja, aber man muss schon sehen, dieser Mordsbub, ne, hat doch der, die McEnroes, diese großen Tennismeister, McEnroes und Lendls und Connors, nicht? Die hat der, dieser, ne? Dieser Bursche, diese Meister hat ja zu lauter überalterten Bäckerlehrlingen gemacht. Neue Einzelheiten sind am Abend über die Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt geworden. In der Nachrichtensendung des Moskauer Fernsehens hieß es, rund 200 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden. Zugleich wurde die gestrige Meldung wiederholt, es habe 2 Tote gegeben. Vor Jahrzehnten hat man schon gesagt, die Russen kommen und jetzt sind sie da. Allerdings anders gemessen, ne? Also nicht nach Panzern und Menschen, sondern nach Becquerel. Aber sie sind da und es sieht ganz danach aus, als ob wir darauf nicht vorbereitet waren. Es ist ja nicht so, dass es nicht Gemeinden gibt, die sich nicht kümmern bei Katastrophenfällen. Oh. Gibt's hier ein Merkblatt, hergestellt vom Landratsamt Dillingen an der Donau. Das habe ich genau studiert. Die wissen ganz genau, das ist bei Gundremmingen in der Gegend, ne? Die sagen also, dass hier erste Stufe, zweite Stufe und da, es kann gar nichts passieren. Aber wenn trotzdem, ne? Also es könnte ja, aber es kann gar nicht. Dann muss man sich folgendermaßen verhalten. Und ich weiß jetzt, was ich Ihnen raten werde, wenn ein Katastrophenfall passieren sollte, ist ganz klar. Erstens immer, steht alles hier, erstens immer Ruhe bewahren. Immer Ruhe bewahren. Dann begeben Sie sich ganz schnell in Ihre Häuser und machen alle Öffnungen, verschließen alle Öffnungen. Also Türen und Fenster natürlich. Ne? Drittens, gehen Sie sofort wieder hinaus und bringen Sie Ihre verstrahlte Kleidung ganz weit weg von der Unterkunft. Sollte Ihnen unterwegs etwas passieren, nämlich Sie begegnen Menschen, die in kompletten Schutzanzügen herumlaufen, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, Sie brauchen keinen. Sie begeben sich sofort wieder ins Haus, in Ihr Haus hinein und gehen sofort wieder aus dem Haus raus und klopfen Ihre Kleidung, Ihre Oberbekleidung ab. Aber, das ist das Wichtigste, immer in Windrichtung. Können Sie, Gau, ja? Ja. Gau. Ja? Gau. Heißt doch abgekürzt größter anzunehmender Atomunfall. Exakt, ja. Ja, dann will er ja der kleinste Klau heißen. Ja, das hatten wir schon mal. Ne? Was? Das hatten wir schon mal. Ach ja? Die Kohlenklau. Ah, ja, ja. Und jetzt Kernklau. Ja, Sonne, Mond und Sternchen, wir klauen uns unsere Kernchen. Sie, Ihr Benehmen, das geht mir vielleicht langsam auf den Brennstab. Warum? Was mache ich denn falsch? Dauernd strahlen Sie mich an. Der Sekt ist nicht schlecht, ne? Was ist für eine Marke? Biblis 2 Extra Cuvée. Aha. Kraft als eigenes Fabrikat? Ja, gekeltert aus Reben von den umliegenden Hängen. Ja, daher prickelt er so aufregend. Ja. Heute ist es das 50. Mal, dass ich hier mit diesem jugendlichen, elanvollen, hängerträchtigen, rampengierigen Schritt auf Sie zugehe. Das 50. Mal so. Und als ich das beim ersten Mal gemacht habe, ja, da habe ich mir gedacht, also hier wirst du nicht alt. Jetzt habe ich gestern in den Spiegel geschaut. Also, naja, also der SFB zahlt ja die Beschädigungsgebühren. Zahlt ja auch nicht schlecht. 123 Briefe habe ich bekommen, da stand immer drin, gehen Sie doch rüber! Wie denn? Bei dem Gegenverkehr. Wie denn? Hat mir übrigens einer von drüben geschickt, hier die neue Flagge. Also sehr praktisch. Ne? Vorne für die Dagebliebenen, ne? Und auf der Rückseite für die Weggegangenen. War aber nicht aus Ironie, sondern der war sauer auf die weggegangen sind. Ne? Und der hat mir gesagt, pass mal auf, die Stimmung ist bei uns folgendermaßen, wenn der Egon, der flotte Egon, der immer so sorgenlos lacht wie ein Schweizer Bankdirektor, obwohl er doch wissen müsste, dass er bei einer freien Wahl, wenn er dann nicht mehr mitmanipulieren kann, nicht mal über die 5%-Hürde käme.
Wenn der Egon und sein ZK, sein Zitterkombinat, mit dem Herrn Hager und dem Herrn Sindermann und dem Herrn Stoff, na, weiß man ja noch nicht, ob die nicht inzwischen dann geschnitzelt werden, ne? Weiß man ja noch nicht. Ich meine, hier hilft ja keiner mit. Also, wenn der Krenz nicht hält, was er versprochen hat, dann bleiben die vier eines Tages völlig allein da drüben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, im Moment gehen Sachen. Das Genialste, was wir beide bislang gemacht haben, war, wir haben den Karl Moik eine gesamte Fernsehsendung von 2 Stunden mit nur einem einzigen Satz bestreiten lassen. Du meinst die lustigen Musikanten aus Cottbus? Ja. Ja, ja. Waren 3 Sätze? Stunden mit einem Satz. Mit einem Satz. Das war Wahnsinn, muss ich kurz erzählen. Und zwar, wir haben dem Moik nur einen Satz gegeben, und zwar den Satz: Hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass wir heute in Cottbus sind? Wahnsinn. Wahnsinn. Gleich am Anfang der Sendung starker Applaus, dann haben wir einmal so quer durch die Halle so eine Blaskapelle laufen lassen, nicht? Und da hat der Moik mit unserer Erlaubnis den Satz leicht variiert, und zwar hat er gesagt, also Freunde, ich muss es jetzt noch mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja ehrlich, wenn zu mir vor 14 Tagen jemand gesagt hätte, dass ich heute Abend in Cottbus bin, Wahnsinn, 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 jetzt gleich riesen Applaus im Publikum, die ersten Bravo-Rufe werden laut, nicht wahr? Auf der Bühne singt das Rübezahl-Duo aus dem Erzgebirge, dann kommt Karl Moik wieder aus der Kulisse raus und sagt, es ist Wahnsinn, Freunde, es ist Wahnsinn. Ich habe gerade mich in der Kulisse noch mal mit meinen Kollegen unterhalten. Ich habe zu meinem Aufnahmeleiter gesagt, ich sage, George, jetzt sei doch mal ehrlich. George, hättest du vor 14 Tagen gedacht, dass du heute in Cottbus bist? Wissen Sie, was er gesagt hat? Wahnsinn, Wahnsinn. Das Publikum tobt vor Begeisterung, nicht wahr? Karl Moik läuft zur Hochform auf und spricht jetzt direkt in die Kamera. Ich war und sagt, also liebe Freunde, ich muss einfach noch mal sagen, es ist Wahnsinn. Ich müsste Sie einfach noch mal fragen dürfen, liebe Freunde in Cottbus, in der DDR und in der ARD. Seien Sie mal ehrlich, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute in Cottbus sind? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Standing Ovations. Standing Ovations. Standing Ovations im Publikum. Nun kommt die Überraschung. Der Bürgermeister von Cottbus fährt mit der Postkutsche auf die Bühne. Karl Moik reißt die Tür auf und mahnt ihn und sagt, Herr Bürgermeister, ich habe schon gerade zu Ihren Landsleuten gesagt, seien Sie mal ehrlich, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute Bürgermeister von Cottbus sind? Und wissen Sie, was er gesagt hat? Wahnsinn! 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 Auch in der vergangenen Nacht ist es in Rostock wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. Hunderte Gewalttäter lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Vor dem geräumten Asylbewerberheim wurden die Sicherheitskräfte mit großer Brutalität angegriffen. Das ist der Feuerlöscher, mit dem die Rostocker Polizei die Staatsgewalt verteidigt hat. Gegen die Hautköpfe, gegen die Skinheads. Das hat keine Verbindung zur Kristallnacht, überhaupt nicht. Da ist ein großer Unterschied. Der besteht darin, dass damals der Staat aufgepasst hat, dass die Volkswut, also der spontane Volkszorn, die Polizei entmachtet hat. Diesmal hat er nicht aufgepasst, der Staat. Und auch der Verfassungsschutz nicht. Na, warum? Wieso? Der Verfassungsschutz soll die Verfassung schützen und nicht die Ausländer. Also ich meine, das ist ja klar. Die nationale Identität vernetzt den sozialdemokratischen Fliesenleger am Stammtisch mit dem sportlichen Staubsaugervertreter. Sitzt, passt, hat Luft, sie ist für alle da. Und wer sich verloren fühlt und darum auf der Suche nach sich selbst ist, der findet sich in ihr wieder. Aber er findet ja nicht nur sich, sondern er findet viele Gleichgesinnte, die in ihrer nationalen Identität gleichfalls vor sich hin deutschen. Das ist ein neues Zeitwort, das ist von mir. Ja, das drückt ja was anderes aus. Das drückt was anderes aus als Deutsch sein. Fürs Deutsch sein kann der Mensch nichts. Das ist ihm angeboren, darin verhält er sich passiv. Nicht? Aber Deutschen, das drückt eine Tätigkeit aus. Man ist aktiv. Ich Deutsche, du Deutsch, er, sie, es Deutsch, wir Deutschen. Das sagen ja auch die Politiker immer, wir Deutschen. Deutsche, also bin ich, Descartes. Nicht so gewinnt man Identität. Es deutscht in mir. Das deutsche Wesen west in meinem Sein. Oder so ähnlich, Heidegger. Man könnte sagen, das Wesen des Seins ist deutsch. Oder einfacher ausgedrückt, in jedem seienden Wesen deutscht es. Schaust du so blöd?
Bist du Ausländer? Sehr gut. Also wirklich, diese Wurst, sagenhaft. Schmeckt exorbitant. Das ist eine Thüringer Bratwurst. Ich sage das nur, weil es ist ja im Grunde ein Wunder, ne, dass diese Thüringer Bratwurst den Kommunismus überlebt hat. Weil der Kommunismus war ja anerkannt gastronomiefeindlich. Ne? Bürgerliche Küche, schon der Begriff bürgerlich, ne, da sind die ganz neurotisch geworden. Ne? Dann haben sie selber eine Küche aufgezogen, proletarische Küche. Ne? Aber da kann man nur sagen, deprimierend. Ich meine, es ist interessant, die Geschichte hat gezeigt, nicht wahr, im Ideenwettstreit, nicht, die Idee einer röschen, frischen Breze gegen den Sozialismus hat obsiegt. Ne? Ganz die Ding, die Russen haben doch immer so ein Lied gesungen, Kopitje Publitschki, kennen Sie das Lied? Ne? Kopitje Publitschki, Harache Publitschki. Ne? Das heißt, übersetzt, Leid kauft's Brezen. Ne? Ja, frische Brezen, rösche Brezen. Ne? Weil der Russe, der hat durchaus eine Breze geschätzt, ne? Bloß die DDR-Führung, die nicht. Weil die waren zuckerkrank. Ne? Was sagt uns das? Familie? Also große bayerische Familie. Ah, schön, ja. Weißt, also die Wittelsbacher. Ja. Die Zwicks, die Moxels, die Merzes. Da ist Vertrauen, da ist Wärme, ja. Knödelwasser, Kirche, ja. Weißt? Ja. Schottenhammel. Ja. Warum fällt uns so was Schönes nicht ein? Kann ich das sagen? Weil du immer noch glaubst, der Kandidat müsste sagen, warum er gewählt werden möchte. Also, genau, weißt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn er sagt, dann wird er nicht gewählt. Sagt das, wird er nicht gewählt, meine ich. Also gewählt wird er, wenn er es nicht sagt. So ist es. Jetzt weiß ich genau Bescheid, ja. Aber ich bin halt ein bisschen altmodisch. Ja, tut mir leid, da muss ich dazu stimmen. Meinst du, dass das hier vielleicht besser ist? Hier? Ja. Haben Sie nur den dicken Ockershalmer, haben Sie in die Mitte und nicht einmal. Sie haben nicht einmal darunter geschrieben, wie er heißt. Weißt du, was du hast? Das ist glänzend. Kein Inhalt lenkt von ihm ab. Weißt du? Der Big German Onliner pur. Ja, du hast recht. Eigentlich wollte ich ja immer mehr für die Partei werben. Es wäre einfacher. Es wäre schön. Ich könnte mir das so vorstellen. Stell dir mal vor, immer nur dieser Kopf. Nur an transparenten 30.000 Menschen. Eine große Allee entlang, die ganze Städte voll mit Trägern dieses Transparenz. Immer nur der Kopf, kein Name, nichts, gar nicht. Kein Wort, keine Musik, Musik und eine Begeisterung. Und immer nur diese, sag mal, woran erinnert mich das? Mao. An was? Mao Zedong. Mein Gott, was für eine verrückte Gesellschaft. Welche meinen Sie, die da? Nein, die sind ja harmlose Normalkriminelle. Nein, ich meine, da drin, die, da braut sich was zusammen. Oh, das wird noch böse enden. Und deshalb hat der Bischof Düber mich gebeten, bitte keinen Alkohol mehr an Tisch 3. Zu den Köppen von der IG Chemie, ne? Die fragen das nicht mehr. Nur noch alkoholfreies Bier, das merken die jetzt sowieso nicht mehr. Denn wenn die weitersaufen, fürchtet der Erdbeerschosch. Wer? Der Erzbischof. Oh. Das ist hart, das tut weh, aber das hat Folgen. Das ist Satire vom Feinsten.
fürchtet, der, egal wie immer er heißt, der fürchtet, dass... Das war die Revanche. Dann fürchtet der Düber. Der Düber? Der fürchtet, dass die Gewerkschaften genauso durchdrehen, wie wir jetzt aus Versehen die Internationale singen. Und da gibt's natürlich, dann flippen die Ruschen, die Rutzen. Ja? Ruschen! Da sitzt einer. Die flippen. 20 Minuten. Die flippen raus an Tisch 5. Und es gibt eine Schießerei, in der uns wieder wegmachen, der kleine Mann und die kleine Trümmerfrau. Ja, Sie müssen das wissen. Also, die müssen so viel trinken, damit sie vergessen, an was sie sich erinnern. Verstehen Sie? Nee. Das geht ja um die Zukunft. Ach so. Das heißt Zukunft mit Zecker. Ja, es geht um die Zukunft. Deutschland will wieder Deutschland werden. Verstehen Sie? Der Wirtschaftsriese will nicht länger mehr ein politischer Zwerg sein. Und das ist eine Frage der Kultur. Übrigens, an Tisch 5 sitzt die Frau Seebacher-Brandt. Neben ihr sitzt der kleine Lummer, der Heinrich Lummer, und versucht ihr die zweite Strophe vom Deutschlandlied beizubringen. Deutsche Frauen, deutscher Wein. Aber die Brigitte wird's nie lernen. Naja, deswegen hat sie ja jetzt bei mir bestellt, einen doppelten Weinbrand. Ich werde hier einen Maria Kohn eingießen in den Schwenker, als Rémy Martin serviert, denn ein Original konnte die ja nie von der Fälschung unterscheiden. Wunderbar, Werner Schneider und Dieter Hildebrandt auf einer Bühne. Ich bin ergriffen. Es ist wie Jurassic Park. Nein, das ist ein blöder Witz. Das war jetzt ein blöder Witz, wir haben den nicht ausgemacht, aber es tut mir leid. Ich mache von dieser Art Urlaub jetzt einfach Urlaub. Ich mache von dieser Art Humor Urlaub, nicht umgekehrt. Geht immer schief. So können Sie mit diesem Mann nicht reden, der steht unter satirischem Denkmalschutz. Der hat an diesem Sender schon 4 Intendanten überlebt. Sie wollen, dass er auf der Bühne bleibt, damit einer älter ausschaut als Sie. Sie sind offenbar Kritiker geschädigt. Was? Es hat doch so ein Kritiker einmal geschrieben, neben dem Hader sieht der Schneider natürlich alt aus. Ach, der hat nicht das Alter gemeint. Nicht? Na. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber ich bin ganz erstaunt, ich habe gewusst, dass Sie was geben auf gute Kritiken, aber dass Sie auf schlechte was geben, ist mir neu. Ich gebe dem Kritiker was, bei Gelegenheit. Eine links, eine rechts. Ne? Das finde ich schön, wenn man sich im hohen Alter noch seine jugendliche Wehleidigkeit erhalten kann. Bitte? Ich finde es schön, Sie sind so ein großer Leidender, Herr Schneider, Sie leiden immer so dahin. Sie leiden darunter, dass Ihnen der Weihnachtskapfen nicht mehr schmeckt und machen dafür die Umweltzerstörung verantwortlich. Wen soll ich verantwortlich machen, den Kapfen? Ja, Sie leiden unter allem. Sie leiden unter Aufrüstung, Sie leiden unter Hunger in der dritten Welt und Sie leiden unter schlechten Rotweinen. Herr Hader, das Wort wehleidig aus Ihrem Mund, aus dem Mund des Vertreters einer Generation, der Filzläuse mit unheilbaren Hautkrebs verwechselt. Die Blasenschwäche der Nebenfrau für den Untergang des Abendlandes verantwortlich macht. Die ihre Hypochondrie zu ihrer einzigen Weltanschauung hochstottert. Das haben Sie schön vorbereitet. Aber ich sage Ihnen umgekehrt, wenn Ihnen in einer überfüllten U-Bahn jemand auf die Zehen steigt, ist es nicht immer die Verschwörung des Weltkapitalismus. Ich würde Ihnen empfehlen, in diesem Fall, selbst wenn Sie Werner Schneider sind, nicht mit einem Aphorismus zu antworten, sondern einfach zu sagen, au. Die Ära von Bundeskanzler Kohl geht zu Ende. Bei den Wahlen zum 14. Deutschen Bundestag ist die SPD der klare Sieger. Deine Größe unerreicht. Du hast immer gern gegessen. Du warst nie ganz leicht. Wunderbar waren deine Gesten vor der Presse.
mit Staatsgästen. Dein Zupfen an der Krawatte, was ja was von Klassik hatte. Aber bitte pinsel noch einmal hinter der Brille. Bitte sag ein letztes Mal für mich. In erster Linie bin ich der Schröder, in zweiter Linie auch. Und alles, was in dritter Linie an mich rankommt, ja, das lasse ich nicht rein. Warum? Können Sie, Herr Bundeskanzler, warum machen Sie immer so lange Sätze? Ja, weil der andere da nicht reinkommt. Solange ich rede, kann kein anderer was Falsches sagen. Aha. Ja, ich habe das gelernt. Ich bin ein Enkel von Willy Brandt. So. Aha. Jetzt. Ich wollte Sie fragen, Sie sind doch jetzt...